Es war im Sommer 1989. Richie war 9 Jahre alt. Da kam mein Papa zu mir und sagte: Richie, Jimbo, so hat er mich auch manchmal genannt, wir müssen einen Computer zusammenschrauben. Frau Schmidt hat für ihr Büro einen Computer gekauft. 1989, das war die Hochblüte der 286er. Der ein oder andere wird sich noch erinnern können, so beige Kisten, vorne 5,25 Zoll Laufwerk, 3,5 Zoll Laufwerk, Disketten, na, noch Disketten zum Stecken, das kennt man heute nur mal vom Speichern-Symbol, vorne eine LED-Anzeige, so ein 14 Zoll Röhrenmonitor, der immer so schön warm wird, eine Tastatur und eine Maus mit so einer ollen Kugel, die immer alle paar Wochen dreckig wird und man da herumfummeln muss, dass der Dreck rausgeht. Ich habe mich total gefreut, als 9-Jähriger mal so eine Kiste zu sehen. Mein Papa war Programmierer bei HP, also ein bisschen so ein Pionier in dem Bereich. Und wir hatten immer wieder so Computer zu Hause stehen, aber jetzt das erste Mal selber da reinsteigen und so richtig drinnen arbeiten und so Karten reinstecken. Das war damals ja noch Handwerkszeug. Man musste da so Jumper setzen, Drahtbrücken, kleine Switches umstellen. Ja, und dann mit dieser kleinen 40 Megabyte Festplatte, wo heute irgendwie 10 Musikstücke draufpassen würden, dann da noch alles drauf installieren, DOS, Windows, alles einstellen, damit möglichst viel Speicher zur Verfügung steht. Ich war total selig, aber es kam der Tag, der kommen musste. Der Rechner wurde in Kisten gepackt, hinten ins Auto reingestellt und mein Papa fuhr damit los ins Büro von Frau Schmidt. Ich wollte unbedingt sowas auch haben jetzt und habe die nächsten Monate damit verbracht, alle Gewinnspiele mitzumachen, die mir so um die Finger gekommen sind. Aber außer einer Armbanduhr vom Yps-Heft ist es nicht viel geworden. Aber dann kam Weihnachten und als braver katholischer Bub geht man in die Christmette, weil man weiß, danach ist Bescherung und kommt dann nach Hause und dann sehe ich schon durch diese Milchglasscheibe den Schein von dem Christbaum, damals noch mit echten Kerzen und dann irgendwann das erlösende Glöckchen, es geht rein, da liegen die Geschenke, viele Geschenke, war ja Einzelkind. Also ein Lego-Truck und Gesellschaftsspiele und ja, packt das alles aus. Und die letzte Kiste, so eine flache Kiste, rotes Geschenkband, Papier rundherum, packe ich auf, mach auf und da drinnen, ihr wisst es vielleicht schon, die Tastatur für den Rechner, den ich damals zusammengeschraubt habe. Ich schaue meinen Papa an, Papa schaut mich an und er sagt, komm, geh mal ins Kinderzimmer und ich stürme ins Kinderzimmer und da steht er. Da steht der Rechner, den ich im Sommer zusammengeschraubt habe. Na, wir waren die nächsten Monate die besten Freunde. Also der Rechner und ich. Und da hat es für mich begonnen, diese Leidenschaft für Technik und für Computer und für Software. Und 1994 war dann so das nächste Highlight, mein erstes eigenes Modem. Das waren die Dinge, die man so zwischen Rechner und Telefondose steckt und dann hat man da so ein paar Kommandos eingegangen und dann geht das so. Und dann waren wir drin. Das hat auch Boris Becker damals geschafft in der Werbung. Ne? Der kam dann auch in dieses Online-Netzwerk, das hieß dann auch mal Internet. Na, damals gab es noch ein paar mehr, aber das waren so unendliche Möglichkeiten auf einmal für mich, da, was man da alles machen kann. Also zumindest so lange unendlich, bis Mama telefonieren wollte, dann musste ich immer raus. Aber es war eine ganz neue Welt und ich war angetan von diesen Dingen, die da passieren können und die man da machen kann. 2021, ich habe diese Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich unterstütze heute Unternehmen dabei, Technologie zu nutzen und Software einzusetzen, um die Potenziale zu heben, das Geschäft besser zu machen, den Kunden besseren Support zu liefern. Und Software und Daten, das ist heute so allgegenwärtig, das ist uns oft gar nicht so bewusst. Jeder hat sowas zu Hause, das ist ein Ladegerät für ein Smartphone. Das steckt man hier in die Steckdose, dann kommt hier so ein Kabel ran und dann ans Handy und wenn man alles richtig gemacht hat, lädt das dann. Und in diesem Ladegerät, da ist ein kleiner Chip drinnen. Und auf diesem Chip, da läuft eine kleine Software drauf. Und die kümmert sich darum, dass der Strom von hier richtig da hinten rankommt, dass das rechtzeitig abschaltet, dass das alles passt, auch hier der richtige Port ausgewählt ist. Das macht alles diese kleine Software. Und die Leistungsfähigkeit von diesem Chip, der da drinnen ist, die ist heute größer
als die von dem Computer, der 1969 Apollo 11 am Mond gelandet hat, in diesem kleinen 20-Euro-Netzteil. Und Software ist heute so viel, so weit verbreitet in der ganzen Wertschöpfung unserer Unternehmen. Ein Paketlieferdienst, der braucht eine Software, damit er die beste Route auswählt. Die Pakete erstens einmal beim richtigen Ankommen und vielleicht auch noch zur richtigen Zeit, damit die Autos möglichst viel rechts abbiegen und möglichst wenig links, ne, damit man nicht so lang braucht. Eine Airline verwendet Algorithmen, damit die Beladung richtig ist, damit die Ticketpreise in dem Moment, wo man bucht, möglichst teuer sind. Und auch die Automobilindustrie, ne, das war ja früher ganz viel Motor mit Getriebe und hier Zahnräder, Zahnriemen, Flüssigkeiten, alles Mögliche. Und heute so ein Elektroauto, das ist eine Batterie, Elektromotoren, ein paar Sensoren, Blech drüber und ein Computer mit ganz viel Software. Und weil wir heute, wenn heute jemand ein Auto bestellt, dann gibt es ganz schön Lieferengpässe, aber die gibt es nicht, weil wir keine Reifen haben, sondern weil uns die Chips fehlen. Und die Innovatoren von heute, das sind weniger die Maschinenbauer und Ingenieure, das sind Softwareentwickler und Programmierer, die die Welt von morgen gestalten. Gehen wir mal in die Zukunft. Wie könnte so eine Welt aussehen? Stell dich vor, der 11. Oktober 2161. Ihr wacht in der Früh auf, euch weckt euer smartes Implantat, was ihr hier habt, weil Smartphone gibt es schon lange nicht mehr, das ist so ein Relikt aus vergangener Zeit. Das weckt euch auf zum bestmöglichen Moment von eurem Schlafrhythmus, von eurer Bioenergie. Es gibt leider auch keinen Snooze-Button mehr, das geht nicht, du musst aufstehen, weil das Gerät sagt das so. Na gut, du quälst dich rauf ein bisschen, machst dich fertig, gehst runter auf die Straße, winkst so ein autonomes Fahrzeug herbei, steigst ein, gibst dein Ziel an und fährst los. Du musst nicht bezahlen. Die Fahrt ist für dich kostenlos. Ja, mit den kleinen Haken. Während du da sitzt, werden über den Sitz alle deine Biodaten und alle die Informationen abgegrast und dir Werbung angezeigt, die genau für dich passt. Wow. Und nicht nur das, das System registriert auch gleichzeitig, wenn du einen Kaufimpuls hast und bestellt für dich automatisch. Same Day Delivery natürlich inkludiert. Und du kommst zu einer Promenade, da triffst du dich mit einem Freund, steigst also aus, triffst dich mit deinem Freund, ihr spaziert da lang und da fällt dir auf, oh Mann, das ist alles picobello sauber hier. Kein Müll liegt rum, keine Hundehaufen, kein Graffiti. Ja gut, ist irgendwie klar, es ist alles mit Videos überwacht und jedes Vergehen wird sofort geahndet, aber es ist sauber. Und ihr verabschiedet euch und du gehst weiter Richtung Büro und da merkt dein Smart-Implantat auf einmal, huh, du hast noch nicht so die Energie zum Arbeiten heute und dreht mal die Playlist auf für ein bisschen Power im Körper und dann geht es auch besser mit dem Arbeiten. Ne? Und du kommst an deinen Arbeitsplatz, der Time-Tracker-Bot beginnt sofort deine Zeit zu messen, ob du produktiv bist oder nicht. Ne? Pausen werden sofort abgezogen, also ist nicht viel mit aus dem Fenster schauen. Und da kommt so ein komisches Gefühl in dir hoch und du denkst dir, irgendwie fühle ich mich so fremdbestimmt. Ich kann überhaupt keine Entscheidung mehr treffen. Meine Freiheit ist irgendwie eingeschränkt und ich kann irgendwie gar nichts mehr machen. Ich fühle mich gelenkt und gesteuert. Will ich das? Naja, dein smartes Implantat merkt das natürlich gleich und spielt die Lieblingssongs ein. Somit ist der Gedanke auch gleich wieder weg und du kannst munter weiterarbeiten. Aber kurze Zeit später blinkt es rot und du reißt die Augen auf, schaust drauf und denkst, oh, oh, scheiße. Rot heißt, dein Social Score ist gerade um einen Level gesunken, deine gesellschaftliche Bonität ist runtergerutscht. Das heißt für dich, keine Fernreise mehr, Konto ist eingeschränkt und du hast vielleicht deinen Job verloren. Und als du dich noch fragst, wie kann denn das sein, wie komme ich dazu, kommt auch schon die Nachricht per Messenger rein, ja, du bist heute leider zweimal bei Rot über die Ampel gelaufen. Ja, und als du auf der Promenade warst, da haben wir deine Emotionen, deine Gestik, deine Mimik aufgezeichnet und es gibt eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du in den nächsten 6 Monaten eine Straftat begehst. Die Zukunft könnte aber auch ganz anders aussehen. Der 11. Oktober 2161. Das ist das Gründungsdatum der Vereinten Föderation der Planeten. 100 Jahre, nachdem die Vulkanier auf die Erde gekommen sind, der erste Kontakt da waren, haben sich 4 Völker zusammengeschlossen und die Föderation gegründet. Eine Gemeinschaft, um gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich Austausch zu betreiben. In der Hochblüte der Föderation,
sind 350 Völker Mitglied dieser Gemeinschaft. Geld spielt zu dem Thema zu dieser Zeit keine Rolle mehr. Es geht darum, sich selbst zu entwickeln und die Menschheit weiterzuentwickeln. Und Technologie ist als Werkzeug dafür da, um uns selber und die Menschheit besser zu machen. Es gibt Replikatoren, die Nahrung generieren. Hunger spielt keine Rolle mehr. Es gibt Geräte, die über 200 Sensoren haben, die Tricorder, die deine Messwerte aufnehmen und Diagnosen erstellen. Es gibt Hautregeneratoren. Es gibt Schallduschen, die Unmengen an Wasser sparen. Mit dem Transporter kannst du von einem Punkt an den anderen reisen. Das wäre vielleicht eine schöne Zukunft. Wir stehen heute an einer Weggabelung. Wir haben in den letzten Jahren technologische Entwicklung gehabt, die war gigantisch. Wir können heute wie Captain Picard mit unserem Tablet stehen, irgendwelche Dinge steuern und machen und tun. Wir können mit dem Computer sprechen und ihm Befehle geben und manchmal versteht er uns auch ein bisschen. Wir können in Geschäfte reingehen und wieder rausgehen mit den Produkten, es wird automatisch von unserem Konto abgebucht. Aber es gibt auch Länder wie China, wo die Überwachung auf öffentlichen Plätzen mit Videokameras und die Auswertung der Daten auf der Tagesordnung steht. Und es gibt Social Media, das uns jeden Tag mit seinen Algorithmen in den Bann zieht und uns versucht, in dieser Filterbubble zu halten und auch beginnt, unser Verhalten zu steuern. Die Frage ist, in welche Richtung wollen wir gehen? Wollen wir dieser gläserne Mensch werden, der gelenkt und gesteuert wird durch Technologie, der so nicht mehr selbstbestimmt ist, der in dieser Filterbubble gefangen ist und eigentlich nur mehr das tut, was er tut und funktioniert und alle Freiheiten eingeschränkt sind, der so ein passiver Konsument ist, der nur mehr damit beschäftigt ist, das Essen zu fotografieren und auf Instagram zu posten? Oder wollen wir Technologie nutzen, um unseren Alltag besser zu machen? Um unsere Arbeit zu erleichtern, Dinge zu automatisieren, das Versprechen der Robotik einzufordern, damit wir uns endlich zurücklehnen können, das Leben genießen können. Menschen zu heilen, die Welt zu retten, wäre vielleicht auch ein Thema, was man mit Technologie gut machen kann. Und vielleicht sogar irgendwann mal neue Welten zu entdecken. Das wäre eine Zukunft, die würde mir ganz gut gefallen. Aber was können wir tun? Tja, warten bringt uns recht wenig. Die Politik, für die ist ja aktuell Digitalisierung eher Neuland, ein bisschen mit Systemerhalt beschäftigt, also da kommt gerade nicht viel. Große Konzerne, die haben ein Shareholder Value, die wollen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Also bleibt es bei uns, bei jedem Einzelnen von uns, bei dir, bei mir, bei uns als Eltern, als Lehrer, als Selbstständige, als kleine, mittlere Betriebe, in die Zukunft zu gehen, die eine schöne und gute Zukunft ist. Und was wir dafür brauchen, ist eine Art Future Mindset, ein Zukunftsmindset, wieder positiv auf die Dinge zu schauen und nicht mit Angst auf diese böse Technologie, die uns da irgendwie knechten wird, sondern zu schauen, was können wir damit tun? Und da kann jeder bei sich sofort anfangen. Schaut mal bei euch am Smartphone, also nicht jetzt, aber dann, wie viel Bildschirmzeiten ihr habt, wie viel Zeit ihr verbraucht auf Facebook, auf Insta, bei euren E-Mails. Das ist ganz schön eine Menge, tippe ich mal. Und überlegt vielleicht mal, wie könnt ihr das auch ändern? Übernehmt wieder die Kontrolle von diesem Smartphone, was euch tagtäglich begleitet, manchmal auch in der Nacht. Ihr müsst nicht jedes Mal eine Notification bekommen, wenn es ein neues Katzenvideo in der WhatsApp-Gruppe gibt. Das kann man alles abschalten. Ihr seid der Herr dieses Geräts und das soll euch dienen und euch unterstützen und helfen. Und in dem Maße könnt ihr auch Vorbild sein, mal beim Abendessen mit der Familie oder beim Mittagessen in der Kantine mit Kollegen, das Handy zur Seite zu legen und ein Gespräch zu führen. Und vielleicht, statt immer nur Selfies zu posten, mal programmieren lernen. Gar nicht so sehr, um jetzt vielleicht ein großes Programm zu schreiben und Software zu schreiben, aber mal zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich Technologie? Was kann man damit machen? Ein kleines Community-Projekt vielleicht umsetzen auf einer Website oder vielleicht auch mal eine App schreiben. Und das auch den Kindern mitzugeben, programmieren zu lernen und zu verstehen, was passiert da. Und die persönliche Entwicklung zu fördern
Und mit dieser Technologie, mit dieser Schraube, die sich immer weiter dreht, und das wird sie in den nächsten Jahren noch massiv tun, auch mitzukommen mit einer persönlichen Reife. Und natürlich für Unternehmen auch gerade wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht seine Daten. Nicht nur zu optimieren auf die Daten hin, was können wir dem Kunden noch alles verkaufen und mitgeben, sondern zu schauen, was möchte denn der Kunde, was möchte denn der Mitarbeiter, wie kann ich den in das Thema Digitalisierung mit einbinden, um eine schöne Zukunft zu bauen. Und für uns alle wieder ein bisschen mehr Mensch sein in diesem Ganzen. Wenn man so die Facebook-Kommentare unten liest, wo man anderer Meinung ist, denkt man heute auch, boah, ganz schön fies manchmal. Muss das sein? Ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Verbundenheit mit den anderen. Auch digital. Der Oma ein iPad geben, damit man vom Ostseestrand auch FaceTimen kann. Das ist schön. Aber auch mal hinfahren und wieder in Kontakt gehen. Mit Menschlichkeit und Toleranz und Akzeptanz diese Technologien nutzen, damit wir als Gemeinschaft Technologie als Werkzeug verwenden können, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Damit die Zukunft ein bisschen weniger China wird und ein bisschen mehr Star Trek. Lebt lang und in Frieden.